Fasziniert auch so detaillierte Bilder zu malen. So was wie. Sollte ganz mystisch sein. Ob das so richtig klappt, weiß ich noch nicht. Ich meine, sehr intuitiv. Das ist große Liebe zu Detail von einer Seite. Ich bin selber fasziniert, wie irgendwas entsteht, vom Nichts kommen so kleine Details, und man sollte auch immer wieder in meinen Bildern was Neues entdecken. Aber was ich auch sehr interessant immer finde, das ist so Spielerei mit Strukturen und Texturen. Der Anfang ist immer, ich überlasse das dem Zufall. Sehr oft, weil ich selten so ganz festes Konzept habe, was ich malen möchte. Also ich weiß ungefähr die Richtung, ich spüre das, aber ganz konkret kann ich das noch nie so richtig vorstellen. Ich mache auch selten Skizzen zu meinen Bildern. Das entwickelt sich, das soll so entstehen wie Live-Musik bei Jazzmusikern. Also das Bild fängt irgendwo an, aber nicht an einer Stelle nur. Das ist auf verschiedenen Stellen, das sind sehr verschiedene Baustellen, und plötzlich entwickelt sich das von alleine. Das sind auch natürlich Einflüsse von der Musik, die ich immer dabei höre, und auch verschiedene Akzente, die plötzlich steuern dazu, dass ich so ein konkretes Bild male, und das sieht so aus und nie anders. Ja, und das ist auch die Spielerei mit Farben. Ich benutze auch verschiedene Malmittel, zum Beispiel wenn ich Ölfarben benutze, dann benutze ich auch Nitroverdünnung, Terpentin, Aceton manchmal auch, und bin ich auch immer gespannt, was daraus wird. Ja, manchmal entstehen Bilder ganz von alleine, aber natürlich, das ist mir zu wenig, dann versuche ich das zu steuern. Ich versuche immer was da entdecken, was mich auch fasziniert, das sind menschliche Gesichter, die male ich immer wieder gerne. Also Mensch ist in Hauptfigur in meinen Bildern eigentlich. Obwohl ich auch manchmal so Landschaften male, Fantasy-Landschaften, aber das hat auch mit dem Menschen zu tun. Ich habe sehr viele Jahre versucht, davon zu leben. Und das, am Anfang, als ich nach Deutschland kam, das war auch so. Ich habe mir damals gesagt, wenn ich das schaffe, von meiner Malerei zu leben, dann bleibe ich in diesem Land. Wenn nicht, dann muss ich leider weggehen. Ja, und mit ein bisschen Glück habe ich das geschafft. Ich habe sehr, sehr viele Jahre nur von Malerei gelebt. Ich versuche das jetzt immer noch, immer wieder. Erfolg ist manchmal klein, manchmal etwas groß, aber das war auch mein Traum. Das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft. Und wenn ich das noch mit ein bisschen Geld verbinden kann, das ist optimal. Die ganze Abenteuer mit Malen hat so angefangen, dass ich als Kind sehr oft und sehr gerne gezeichnet habe. Ja, dann irgendwann kam die Zeit, wo man muss weitergehen, irgendwas machen im Leben. Und dann, ich wollte Matrose werden damals.
Meine Eltern haben mich ein bisschen da ausgelacht und meine Mutter vor allem hat das entdeckt, dass ich so diese Begabung habe, Zeichnen. Hat sie mich angemeldet zu einer Kunstschule. Also war das ein Gymnasium für bildende Kunst. Da musste ich eine Prüfung zuerst machen, ob ich geeignet bin. Da habe ich auch bestanden, dann wurde ich aufgenommen. Ja, und da war das so, 5 Jahre habe ich da verbracht in Polen. Ja, und in der Umgebung vom Künstler, vom Musiker und vom Dichter, also waren nur Leute, die etwas mit Kunst zu tun haben oder mit Literatur, aber vor allem Musiker und Künstler. War eine sehr schöne Zeit, diese kleine Schule. Waren nur 160 Schüler in der Schule. Ja, schöne Stadt, schöne Umgebung, das hat mich sehr beeindruckt und beeinflusst auch. Ja, nach 5 Jahren, nach der Abitur, habe ich angefangen zu studieren. Und dann habe ich studiert Kunst und Pädagogik an einer Uni in Katowice, Schlesien. Ja, und da war auch sehr schöne Zeit. Natürlich, das habe ich ein bisschen anderes auch gelernt. Also nicht nur mit Kunst sich beschäftigen, aber auch mit Menschen, die selber Kunst machen wollen oder auch mit Kindern, die das lernen sollten. Aber auch Kunst war wichtig als Lebensmethode. Ja, und da gab es auch verschiedene Möglichkeiten, mit Kindern zu arbeiten, mit Jugendlichen zu arbeiten. Man hat auch Experimente gemacht, sehr gerne. Und das war auch sehr schöne und wichtige Zeit, weil man konnte sich gegenseitig irgendwie motivieren oder auch steuern ein bisschen oder Einflüsse nehmen. Im Jahre 87 kam ich nach Deutschland, eigentlich nicht geplant, das hat sich so ergeben durch familiäre Geschichten. Ich habe mir damals schon vorgenommen, wenn ich jetzt hier in diesem eigentlich fremden Land bleibe, war alles neu, alles irgendwie anderes, dann wollte ich unbedingt das machen, was ich gelernt habe. Also malen, von Kunst zu leben, das war ein bisschen vielleicht naiv, aber das Glück hatte ich auch, dass ich ein paar Leute kennengelernt habe, ein paar Galeristen, die mir sehr geholfen haben damals. Das war ein guter Anfang, als die ersten Bilder verkauft wurden. Da war auch so natürlich Motivation, ja, musst du weiter versuchen gehen. Und mit der Zeit habe ich auch verschiedene neue Techniken gelernt, also auch Airbrush. Das war auch so eine ganz, ganz neue Erfahrung. In den 90er Jahren war das sehr im Trend, man konnte gute Aufträge haben. Ja, und diese Technik habe ich auch angewendet, auch bei meinen eigenen Bildern auch. Ich habe es immer versucht, die Spritzpistole ein bisschen einzusetzen und so eine Kombination zwischen Freihandmalerei und Spritzpistole ergibt ganz neue Effekte wieder. Ja, bei mir hat sich das so entwickelt, schon vor vielen Jahren, als ich angefangen habe zu malen, dass meine Interessen waren sehr vielseitig. Von einer Seite war ich immer angetan von moderner Malerei, von abstrakten Sachen. Von anderer Seite auch vom alten Meister. Also ich wollte immer beides können und machen. Meine große Faszination, als ich ganz jung war, war Modigliani zum Beispiel. Und dann von anderer Seite Velázquez. Ja, und auch schon wieder von anderer Seite Edgar Degas. Und Rembrandt, Goya, ja, und natürlich sehr große Leidenschaft des Hieronymus Bosch. Das ist bis heute so, dass ich sehr angetan bin von seinen Bildern. Ich mache sehr viele Auftragsarbeiten, also jetzt vielleicht hat das ein bisschen nachgelassen, aber es gab Zeiten, wo ich sehr viel auftragsmäßig gemalt habe. Das waren so Wandgemälde, sehr oft für Gastronomie, für Autohäuser, aber auch für Privatkunden. Und ich hatte auch meine kleine Galerie in Bochum gehabt, da kamen auch immer wieder Kunden, die fanden zum Beispiel meine eigenen Bilder nicht schlecht oder auch sogar gut, aber da kam immer dieses Aber. Ja, ich hätte gerne so ein Bild, aber ein bisschen anders. Ja, dann, klar, wenn man davon leben möchte, muss man Kompromisse schließen und sagen, okay, ich bin damit einverstanden, bis zu gewissen Punkt.